Hallo und herzlich willkommen zu dem Videotutorial über das Free-at-Home Split Unit Gateway SUG F1.1 in Betriebnahme und Bedienung vom Competence Center Europe Smart Buildings. In diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, wie man das Split Unit Gateway in Betrieb nimmt und anschließend bedient. Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen Free-at-Home und Klimageräten vieler verschiedener Hersteller, den sogenannten Split Units. Das Split Unit Gateway wird in der Nähe des Klimageräts installiert. Das mitgelieferte Infrarotkabel wird dabei auf den Empfänger des zu steuernden Geräts geklebt. Dieses Gerät empfängt Befehle nun nicht mehr durch die mitgelieferte Herstellerfernbedienung, sondern durch das Free-at-Home-System. Alle Funktionen, die von dem installierten Gerät unterstützt werden, wie zum Beispiel das An- und Ausschalten, die Verstellung des Sollwerts oder die Steuerung der Lüfterstufen, können nun von Free-at-Home aus bedient werden. Zur Inbetriebnahme des Split-Unit-Gateways werden nur wenige Schritte benötigt. Das Gerät wird automatisch vom Free-at-Home-System erkannt, sobald es mit dem Bus verbunden ist. Nachdem das Gerät zur Installation hinzugefügt wurde, muss nun die zu ersetzende Fernbedienung ausgewählt werden. Über die Bedienfläche Fernbedienung werden alle Hersteller und aktuell integrierte Geräte sichtbar. Nach Auswahl der entsprechenden Fernbedienung werden die verfügbaren Funktionen über die Auswahl des Bedienelements angezeigt. Nun können weitere Einstellungen wie die Begrenzung des Sollwerts oder die Freigabe des Nachtmodus angepasst werden. Zur Steuerung des Split Unit Gateways kann nun ein Free-at-Home Panel, die App oder Szenen genutzt werden. Um das Gateway einer Szene zuzuordnen, muss zunächst die Szene ausgewählt und mit dem Split Unit Gateway verknüpft werden. In den Szeneneinstellungen muss nun der gewünschte Status des Klimageräts eingestellt werden. Um das Gerät einem Panel hinzuzufügen, navigieren wir zum entsprechenden Gerät und ziehen das Bedienelement auf eine freie Stelle des Displays. In der Free-at-Home App erscheint das entsprechende Symbol für das Gateway automatisch und kann wie gewohnt gesteuert oder zu den Favoriten hinzugefügt werden. Weitere Videotutorials finden Sie auf YouTube oder auf unserer Website abb.com/knx.